Willkommen zurück, meine verehrten Zuschauer. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Fields of Mystria. Oh, ich habe Zuschauer statt Farmer gesagt. Da war ich gerade ein bisschen out of the loop, aber das ist ja nicht so schlimm. Egal, ich begrüße euch trotzdem. Im letzten Part habe ich ja gesagt, ich werde einen Cut machen. Nein, in diesem Part werde ich den Cut machen. Hat sich herausgestellt, dass ich ein bisschen zeitversetzt gearbeitet habe. Und ja, ich würde sagen, speichern erstmal. Ich habe nämlich gar nicht gespeichert vorher. Und wir gehen schlafen. Ich muss es mal überlegen, wie kann ich am effektivsten Clay herstellen als Ton? Ich brauche halt wahrscheinlich Dreck und Wasser. Das hat sich gelohnt von dem Verkauf her. Wir haben 300 bekommen, wir haben noch 230 in der Tasche. Und ja, wir haben definitiv eine ganze Menge Punkte gemacht. Unser Renown wird steigen. Hat aber nicht gereicht, um uns zu holen, was wir da versprochen bekommen als Belohnung. Hacke. Daran soll es aber nicht scheitern. Guten Morgen, Welt. Wie immer möchte ich bitte... Kann ich eigentlich eine einzige davon mitnehmen? Oh ja, kann ich. Okay, gut. Ich brauche nicht mehr als eine, da ich ja die eine wie immer weitergeben möchte. Und dann ist das ja ziemlich egal. Oh, Mittelmist. Den kann ich verschenken. Verstehe. Okay. Gut, wir brauchen auf jeden Fall heute die Gießkanne. Den Käfer werden wir auf jeden Fall ins Museum bringen. Vielleicht finden wir unterwegs noch welche. Das ist eine frische Ernte. Unser Cabbage, den wir da haben, der braucht noch eine Weile. Und die Potatoes, die können wir auf jeden Fall direkt wegschippern. So, das ist schön zu sehen. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal unsere gewohnte Route links rum. Wir müssen den Wildwucher hier auf jeden Fall auch loswerden. Der stört mich. Der stört mich sehr. Ich versuche, in diesem Part anzugehen. Bären bitte einmal, danke. Wir nehmen immer ein bisschen Material mit, wenn wir das können, nicht wahr? Notgedrungen kann ich es ja verkaufen. The bridge is repaired. Woohoo! You wouldn't believe how excited Henrietta was when I told her. Warum sollte das Henrietta interessieren? Henrietta cranes her head about, peering curiously at you from all angles. Okay. Das freut mich. Wir haben einen Paddlehopper. A common insect found during daytime and spring, sometimes found when cutting grass. Sehr schön, da haben wir sogar gleich zwei Sachen, die wir abgeben können. Ein Paddlehopper und den Redhead Worm. Okay. Oh. Links ist die Dame, die angelt, deren Name ich mir noch nicht merken kann. Wir donaten... Oh, wir können den Wurm nicht abgeben. Dann würde ich den einfach weitergeben an Luke. Grass Insect Set. A collection of insects found in grass. Mhm. Salutations, Phantasm. You seem to be acclimating nicely. The people here are lovely, are they not? And now we can count you among them. Das freut mich. Ich bin gerade mal eine Woche da und das wird schon über mich gesagt. Hm? Oh, sorry, I was daydreaming about the Western Ruins. Such an odd place to build such an impressive site. Okay. Alles klar. Wie gesagt, jetzt gehen wir erstmal links und sprechen mit der Dame. Hm, da ist sie. Territier, also genauso easy. The fish are always biting in the narrows. Mhm. Oh, was haben wir da? Ach, Chickpea. Okay. Kann ich verkaufen. So, da werde ich sofort... Oh, sie ist bis unten. Ah, ich würde meinen Tag eigentlich nicht starten wollen, dass ich von unten nach oben gehe. What? The bridge is repaired.
and I already congratulated Rice. He did a great job. What? You want a pat on the head for doing the bare minimum? Danke. I miss working at the mines, but it's fun hanging out with Marge all day. I'm glad one of us is having fun. Marge ist so einer dieser Leute, die wahrscheinlich in der richtigen Stadt besser aufgehoben werden als auf dem Dorf. Loving this weather. All the birds are out doing their thing. Die tun definitely ihr Ding. Das ist wahr. If you spend a lot of time in the sun, be sure to stay hydrated. Das ist korrekt. Die Sonne sollte man echt nicht unterschätzen. Die ist actually, also ohne Witz tatsächlich, ziemlich gefährlich. Und man sollte aufpassen, wie lange man in der Sonne bleibt. Man redet ja immer von sowas wie der gesunden Bräune, aber die gibt es so gesehen tatsächlich gar nicht. Dosi is glad to see you. Das freut mich. Ich bin auch glad, Dosi zu sehen. If it isn't the talk of the town, I suppose I have to hand it to you. You're willing to get your hands dirty. Feel free to use the bathhouse to clean up. Wenn wir alles effizient genug machen, dann definitiv heute, ja. Okay, wir gehen jetzt erstmal straight up nach unten. Sprechen da hier in die... Oh. Jetzt rennt die uns davon. Hey. I dreamt about sweet Frederick last night. Oh, he wasn't like today's man. He knew how to work a pair of ties. Tights. Nicht weiß. Tights. Okay. Ich meine, das kann er sehr gerne machen. Guten Tag, Adeline. Isn't it beautiful out here, Phantasm? Ja. Request for a caterpillar. Ja, gerne. Ist zwar jetzt nicht der Käfer, den ich in der Tasche habe, den ich ihnen schenken möchte, aber daran soll es nicht scheitern. A little grocery tip. If you're buying cabbages, two heads are better than one. Danke für diesen grocery tip. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Samen heute kaufen. Jetzt will ich aber erstmal ins Inn gehen. Well, look who it is. Adeline told me all about how you helped out with the bridge. The whole inn thanks you, Phantasm. Danke. Dann haben wir hier unten... Stehen geblieben. Ah, another day in Mystria. Du hast eine Menge zu erzählen, das ist Wahnsinn. Und dann haben wir natürlich... Wait. Oh. Ich habe ja eine ganze Menge mehr. This is sweet, thank you, Phantasm. Ich habe ein paar zu viele Einstecken gehabt. So viele wollte ich gar nicht dabei haben. Egal. Egal. Guten Tag. Erstmal, look, nimm. Oh, for me? Let me think. Yes, I think I can find room for it. Das freut mich. Greetings, Phantasm. Have you cut the grass around your farm yet? Ja, sonst hättest du doch nicht den Wurm. Wobei, der war unterm Rock. Aber gut. Tall grass is a natural habitat for many insects. Vegetables are a good habitat too, I guess. Mhm. I told Miss Juniper that her potion smelled so bad that she should call it reverse perfume. She kicked me out of the bathhouse. Wow. You're on official Dragon Guard business, Phantasm. Inspecting the swing set to make sure it's safe. Das ist wild. Look at bugs in my loot again. Ah, well, at least it's not termites this time around. Oh mein Gott. Termiten in der Laute. Das wäre ganz wild. Das wäre ganz, ganz wild. So, wir haben noch den Herrn rechts hier. Da war ich noch nicht. Ja, dann gehen wir noch zu dem. Und dann haben wir unsere tägliche Tour mit den NPCs getan. Es ist ja auch immer nett zu hören, was sie jeden Tag zu sagen haben. Auch wenn sie technisch gesehen sogar noch mehr zu sagen hätten, wenn wir sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten abfangen, so wie in der Herberge. Aber ich muss natürlich auch irgendwann mal spielerisch ein bisschen vorwärts kommen, nicht wahr? Das heißt, wir können natürlich so viel mit den Leuten reden, wie wir wollen, aber es gibt auch Grenzen. Ich möchte mit dir reden. If woodworking's what you need, then we would love to work with you. Ah! Ha! Ah! Ah! Paul taught me that one.
Was brauche ich? Ich brauche 500 Wood, 500 Stone und 5000 Tesserae. Ich würde ja lieben gern. Lovely Cottage Scroll Bundle. Use the scroll to unlock the crafting receipts for the Lovely Cottage Furniture Set. Okay, das bringt mir alles nichts. Ich entschuldige, wenn es irgendwelche Hintergrundgeräusche gibt. Oh, Farm Expansion, aber das ist noch ausgebaut. Vermutlich muss ich mein Haus erst ausbauen dafür. Na gut. Daran soll es nicht scheitern. Das können wir uns ja als nächstes Ziel setzen. Also 500, 500 und 5000. Das wird ein langer Prozess. Da werden wir wahrscheinlich in 20 Parts noch nicht angekommen sein. Oh. Die Bären sind gerade weniger wert. Die würde ich... Und... Nein. Wollte ich doch gar nicht. Den Wildly, genau. Die drei Sachen kann ich nämlich gut verkaufen. Nehme ich die einmal eher mit. I'm always curious to see what Errol and Aylander are up to all day. Copped up like that in a museum. Do you think they've added another exhibit? Ich meine, wenn ich weiter so mit den Abgaben mache, dann sicherlich. Okay. Wir wollen zurück auf die Farm. Wir müssen arbeiten. Oh mein... Wir werfen... Oder essen das. Wir wollen die schnell. Wir wollen die schnell. An uncommon Gastropod found in spring. Eine Schnecke ist also ankommen. Verstehe. Also, ich weiß nicht, ob das aus der Perspektive von einem Stadtmenschen programmiert wurde. Aber Schnecken hier auf dem Land zu finden, das ist ziemlich einfach. Ah, Meister. I feel compelled to talk to Caldor's statue. The residents of the town seem quite welcoming. I would like to meet them myself one day. Vielleicht, irgendwann mal. Green Thump wäre hier das nächste. Planning a seed will sometimes also water the soil of the targeted tile. Das ist nicht verkehrt, denke ich. A day well spent. Good. Going to bed with your stamina gives the stamina boost to the next day. Oh, das ist super. Ich glaube, das will ich. Den Rest. Ranching brauche ich noch nicht. Woodcrafting, oder doch Woodcrafting. Masonry. Okay. Ich mache erstmal einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, ich bin zurück. Es ist Zeit, das Upgrade zu nehmen, weil ich denke, das ist erstmal ziemlich praktisch. Und schauen wir mal. Chopping down a tree will occasionally drop a seasonally appropriate forageable. Okay. Und Hammer Timing. The craft time for all crafting receipts will be reduced by 10 minutes. Das brauchen wir vermutlich später, aber ich denke, einfach nur, weil wir erstmal abbauen wollen, haben wir, ja, ich denke mal, die beiden wichtigsten Perks vorerst. Okay. Oh, wir haben ja Post. Baked Potato Receipt. Fantasy. Baylor delivered your shipment of potatoes this morning. We're so excited to have new produce in. Please accept this baked potato receipt as a thanks. Enjoy, Nora. Das nehmen wir doch sehr gerne. Gleich zumindest. Wobei, ich kann das ja jetzt hier reinschmeißen. Zack. Und dann kann ich das baked potato receipt lernen. Schön, schön. Die können wir... Ich habe gerade gesehen, die bringen 80. Wenn es keinen großen Mehraufwand bietet... Können wir technisch gesehen ja vorher immer die Potatoes baken? Ich denke mal, es würde reichen, wenn wir einfach Feuer machen und dann eine Potato da reinschmeißen. Und ja, das würde uns vermutlich immer ein bisschen mehr Geld bringen, denke ich zumindest. Wäre jetzt mein laienhafter Gedanke. Okay. Ich möchte jetzt erstmal Saatgut kaufen. Wir haben ja jetzt einiges hier an Geld. Den Dandelion möchte ich mitnehmen. Und dann können wir... Eins, du, das ist der Stop.
Dann können wir ja erstmal schauen, was wir uns für schönes Saatgut kaufen wollen. Ich denke, der Cabbage ist meine Priorität derzeit. Erdbeere. Mein Fehler. Erdbeere. Definitiv Erdbeere. Und dann können wir das restliche Geld in Cabbage und Potato stecken. Und dann können wir noch ein Daffodil mitnehmen. Okay, möchte jemand von euch einen Dandelion? Du? Oh ja, scheinbar. Oh, well thanks. Gut, er hat nichts dagegen gehabt, also haben wir Glück gehabt, I guess. Oh, ich habe gerade für einen kurzen Augenblick gedacht, dass meine Aufnahme hier nichts aufgezeichnet hat. Das wäre ja sehr komisch geworden. Ich habe auch gerade einen Schmetterling da oben gesehen. Ich sollte auf jeden Fall mehr Acht geben. Und der Pilz da oben, ich muss mal schauen, ob ich den abbauen kann. Okay, Daffodil hier hin. Erdbeere ersetze ich mal hier ganz weit weg. Und zack, zack. Und da packen wir noch die Potatoes daneben. So, und jetzt wird erstmal gegossen. Ach, jetzt habe ich erstmal das leere Feld gewässert. Sehr schön. Ich freue mich schon drauf, wenn wir die Erdbeere harvesten, dann können wir nämlich die Kollektion vervollständigen und vielleicht kriegen wir dann eine neue Interaktion oder irgendwas. So, und als letztes die Erdbeere. Sehr schön, sehr schön. Dann würde ich sagen, der Rest geht jetzt erstmal wieder ins Farming. Machen wir hier alles kurz und klein. Gönnen uns das ganze Holz. Ein bisschen Glück droppen wir weiteres Holz, wenn wir das machen. Wir müssen ja mit allen gesprochen haben, nicht wahr? Lasst mich kurz schauen. Oh, wir haben nicht mit Celine gesprochen. Noch nicht mit Josephine. Und auch nicht mit Nora. Ich habe so viele Leute geskippt. Was ist los mit mir? Okay, entschuldigt. Also erstmal, wir müssen herausfinden. Wait. Ob sie Löwenzahn mag. Das müssen wir auf jeden Fall herausfinden. Und natürlich wollen wir mit den anderen beiden reden. Wie kann es sein, dass ich die vergessen habe? Was ist da schiefgelaufen? Waren die einfach nicht auf der Strecke? Ich glaube, die waren nicht auf der Strecke. Und deshalb habe ich sie übersehen. Okay, lasst mich das kurz nachholen. Das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Ich hätte es später machen sollen. Dann hätte ich das gratis Bad mitnehmen können. Wobei, ich weiß nicht, wie lange das Bathhouse open ist. Mom's got big plans for the Saturday market. I'm just excited to walk around. Das freut mich. Hier, guck mal. Ich habe einen Löwenzahn für dich. Den kann ich dir nicht giften, weil du da sitzt. Ich kann dir den Löwenzahn nicht giften. Was soll das denn? Das ist weird. Na gut. Dann eben keinen Löwenzahn. Wer fehlt jetzt noch? Nora fehlt noch. Und wer war das noch? Josephine, genau. Okay, Josephine. Sehr gut. Haben wir gleich hier. Watch Rainer closely, Phantasm. This kitchen is where the magic happens. Das freut mich zu hören. Rainer ist aber nicht mein Lieblings-Globi. Um einen kurzen Schwenk zu VTubing zu machen. Wait. Ich gerade doof. Dann habe ich Nora. Ja genau, Nora war jetzt noch ausstehen, nicht wahr? Genau. Ist sie etwa im Hinterzimmer? Störe ich sie und ihr Mann? Eieiei. The numbers are looking good, Holt. It's an uptick from last month. Das ist auch schön zu hören. Where do you suppose Celine got her green thumb? I have no idea, but whenever I see a flower, I think of her fondly. Fondly, nicht fondly. Okay. Na gut. Da ist ja jetzt erstmal nichts Schlimmes dran, würde ich sagen. Okay, wait. Jetzt. Oh, ich kann dir keinen Löwenzahn giften. Hey, Phantasm, enjoying the day? Eigentlich wollte ich dir einen Löwenzahn geben, aber scheinbar magst du keinen Löwenzahn. Na gut.
Ich dachte eigentlich, dass du alle Blumen magst, aber damit hat sich das geklärt. Oder ich kann generell keinen Löwenzahn ver... Nee, wir hatten noch einen Löwenzahn an Bela, glaube ich, verschenkt, oder? Den Pilz habe ich mit der Axt weggehackt. War das überhaupt ein Pilz? Oder bin ich doof? Nun gut. Wir werden jetzt schön in die Nacht hineinarbeiten. Es gibt viel zu tun. Ding, 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 ding. Immer her mit dem ganzen guten Zeug. Dann wollen wir erstmal ein bisschen Sicht schaffen. Uiuiuiuiui. Du warst tanky. Ich sollte mir angewöhnen, sie vorher zu shaken, damit ich eventuell Akens bekomme. Hm, na gut. Nicht nur Akens, sondern auch Pinecones. Oh, hallöchen. Der Redhead Worm. Ein treuer Gefährte für uns. So, ein bisschen noch den Rasen gemäht mit unserem Schwert. Finde auch cool, dass wir so Zelda-mäßig den Rasen mähen. Shake. Oh ja. Hat sich gelohnt. Dunk, 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 dunk. Ah, so schön. So schön. So, dann leeren wir kurz das Inventar und dann machen wir gleich nochmal weiter. Moment, kann ich eigentlich den Wurm verschicken? Ja, kann ich. Okay, ja dann. Guck. Machen wir weiter. Okay, Baumfällen bringt uns wirklich viel Holz. Das lohnt sich. So, jetzt haben wir schon 57 Holz, aber leider nur 14 Stein. Da geht noch mehr. Da, da, da. Zeug hätte ich noch gerne. Und dann können wir technisch gesehen auch den Tag beenden. So. Speichern wir. Und ich denke, dann ist es auch für das Spiel wieder ein guter Moment, um aufzuhören. Ich weiß, wir machen jetzt gerade wirklich sehr wenig in dem Spiel und es wird vermutlich einige Parts weiter, also so weitergehen wie jetzt, wo ich halt einfach nichts tue. Das heißt, ja, es tut mir ein bisschen leid für die Leute, die erwarten, dass ich hier gerade große Sprünge mache oder ähnliches. Aber ich habe von vornherein gesagt, das ist ein entspanntes Let's Play. Jeder Part kann potenziell genauso aussehen wie der vorherige. Einfach nur, weil es halt ein Farming-Game ist, in dem man über mehrere Tage hinweg dasselbe tut. Deshalb, ja, wenn ihr damit einverstanden seid, könnt ihr natürlich gerne weiterschauen. Andernfalls werdet ihr vermutlich erst beim nächsten Story-Ereignis wieder einschalten wollen. So oder so, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut!